Hallo und herzlich willkommen bei Gartenzeile. Heute bei uns im Test vier verschiedene Schneeschieber bzw. Schneeräumer. Wo die einzelnen Unterschiede liegen, welches Modell bei uns gewonnen hat, wollen wir euch dieses Mal zeigen. Es sind drei Modelle von Fiskars, jeweils in drei unterschiedlichen Ausfertigungen und mein alter Standard-Schneeschieber auf dem Baumarkt. Mal gucken, ob der sich gegen die anderen drei durchsetzen kann. Viel Spaß beim Schauen des Videos. Schauen wir uns also erst noch einmal die Modelle an. Es sind vier verschiedene Modelle, wobei wir zwei Schneeschieber haben, eine Schneewanne und eine Schneeschaufel. Wir starten mit der Schneewanne. Diese verfügt über zwei Aluminiumstiele rechts und links, die sich in der Mitte am Handgriff natürlich wieder treffen und hat eine Breite von 74 cm. Er liegt erstmal gut in der Hand. Wir haben alle Schneeschieber hier auf dem Rasengrundstück als erstes ausprobiert. Einfach, weil wir dachten, dass das eine höhere Anforderung ist als eine glatte, gerade Betonfläche oder eine gepflasterte Fläche. Hier sehen wir, dass man die Schneewanne ganz gut einsetzen kann. Allerdings hakt sie auch gerne mal. Wir haben es auch auf den Pflastersteinen gesehen. Wenn diese nicht ganz gerade sind, beziehungsweise leicht an einer Seite hochstehen, dann verhakt die Schaufel sich gerne. Dafür hat man dafür eine enorm hohe Geschwindigkeit. Als zweites, ich nenne ihn jetzt mal klassischen Baumarkt-Schneeschieber. Ein Holzgriff mit einer Plastikwanne vorne dran. Dieser hat auch gut funktioniert. Vorne hat er eine Alukante, damit das Plastik etwas geschützt wird und sich nicht so schnell abnutzt. Insgesamt hat es gut funktioniert. Der Stiel hat eine gute Länge, hat den Schnee gut aufgenommen und das Ergebnis kann sich aussehen lassen. Nun das etwas modernere Modell von Fiskars. Hinten haben wir einen ergonomisch geformten Handgriff, was etwas schöner ist. Und der Schneeschieber verfügt über einen Aluminiumstiel, der auch schön lang ist, sodass man ihn gut benutzen kann. Vom Winkel sollte er recht flach eingesetzt werden. Auf unserem Rasengrundstück hatte dieser Schneeschieber etwas das Nachsehen, da er sich gerne verhakt hat, wenn man ihn zu steil hält. Aber das Schneeschiebeergebnis ist durchaus gut. Als letztes an der Reihe ist die Schneeschaufel. Sie eignet sich nicht ganz so gut zum Schieben, dafür ist sie allerdings auch nicht da. Wenn ich aber allerdings einen Schneeberg oder höhere Schneemassen habe und sie zur Seite schaufeln möchte, dann ist die Schneeschaufel ganz weit vorne, denn das funktioniert damit wirklich gut. Sie hat einen deutlich kürzeren Stiel, daran sieht man auch schon, dass sie nicht zum Schneeschieben gedacht ist, sondern wirklich zum Schaufeln. Der Hebel ist dadurch ein etwas besserer und auch von den gesamten Handhabung war sie wirklich angenehm, wenn man das möchte. Entschuldigt die leichte Unordnung, das soll unser neuer Testgarten für den nächsten Frühling werden. Hier haben wir bereits einige Projekte für unseren Channel geplant. Zum Beispiel das Neuanlegen einer Terrasse oder auch die Neuanlage von Rasen. Hier werden wir auch nochmal einen Rasendüngertest durchführen für euch. Aber zurück zum Schnee. Wir haben hier auch nochmal alle Produkte getestet. Weiter auf der linken Seite ist eben diese Pflasterfläche, auf der wir das ausprobiert haben. Und da möchte ich auch schon zum ersten Fazit kommen. Möchte ich wirklich eine größere Fläche von Schnee befreien, ist die Schneewanne wirklich unschlagbar schnell. Sie funktioniert hervorragend, um einfach schnell eine große Fläche von Schnee zu befreien. Dann kommt der klassische Schneeschieber. Es ist für mich eher der Allrounder. Ich kann mit ihm leicht schaufeln, ich kann mit ihm auch größere Flächen räumen, aber er hat auch seine Schwächen. Für mich ist daher mein persönliches Fazit, ich setze die Schneewanne ein und dazu die Schneeschaufel. Diese Zweier-Kombi ist für mich zum einen von der Geschwindigkeit sehr gut, aber auch dann von der Handhabung mit der Schaufel. So kann ich erst mit der Schneewanne grob die großen Flächen von Schnee befreien und dann die Schneeberge zur Seite schaufeln mit der Schneeschaufel. Möchte ich allerdings nur einen Schneeschieber haben, würde ich zum klassischen Baumarktmodell mit dem Holzgriff greifen. Da ist das Preis-Leistungs-Verhältnis mit Abstand am besten. Ich verlinke dir hier noch einmal ein neues Video von uns und falls noch nicht geschehen, lass uns gerne ein Abo da, dann verpasst du keines unserer zukünftigen Videos. Beachte auch unsere Website unter www.gartenzeile.de.
Viel Spaß beim Schneeschieben und beim Schauen des nächsten Videos. Bis dann!